Hallo, wir sind das Duo 28. Ich bin Elisabeth von Stritzky, ich komme aus Deutschland, wohne seit kurzem jetzt hier in Stuttgart, bin 30 Jahre alt und bin die Sängerin. Hallo, ich heiße Tobias Koltun, bin 30 Jahre alt, komme aus Deutschland, wohne in Köln und bin der Pianist in dem Duo. Was war dein erstes Konzerterlebnis? Und zwar als Besucher, nicht als Sängerin. Ich weiß es nicht mehr so hundertprozentig. Meine Eltern sagen, ich war als sehr kleines Kind mal bei Carmina Burana und habe sehr tief und fest nach den ersten paar Sekunden geschlafen. Ich glaube, das war wohl mein erstes Konzerterlebnis. Ich hätte auch eine Frage, und zwar die Entscheidung, Klavier zu spielen, wann kam die bei dir? Mit dem Klavier habe ich sehr früh begonnen, um genau zu sein, mit 4 Jahren. Und die Entscheidung, später im Studium mit den Sängern zusammenzuarbeiten, war eine sehr wichtige Entscheidung für mich, weil ich während des Studiums schon gemerkt habe, dass die Sänger eine unglaublich positive Ausstrahlung haben und ein sehr lebhaftes, eine sehr lebhafte Art. Und diese Art hat mich so begeistert, dass ich mir gesagt habe, mit diesen Leuten möchte ich gerne unbedingt zusammenarbeiten. Wie bist du denn zum Gesang gekommen, Elisabeth? Ich habe einfach immer schon gern gesungen, und als ich feststellte, dass man das offensichtlich hauptberuflich machen kann, hat mich das total überzeugt, das mal zu versuchen, und ja, seitdem singe ich halt. Ich habe noch andere Fragen, die ich wohl stellen könnte, und zwar Liedgesang bedeutet für uns, also für mich bedeutet Liedgesang im Gegensatz zu der Oper, dass man nicht beschränkt ist auf einen Charakter aus einer Komplettoper, sondern dass man sämtliche Charaktere in ganz kurzer Form darstellen darf und das auch noch in einer Sprache, die das Publikum meistens ganz gut verstehen kann, nämlich meiner Muttersprache, Deutsch, wenn man das deutsche Kunstlied nimmt. Und das ist eine ganz besondere Form des Singens für mich, weil es deswegen mir natürlich sehr nahe ist. Und deswegen, ja, ist Liedgesang für mich etwas sehr, sehr Wichtiges und was ganz Persönliches. Und diesem kann ich auch wirklich nur zustimmen. Für mich ist Liedgesang in erster Linie etwas unglaublich Komprimiertes, was ein besonderes Kleinod. Wenn man das berücksichtigt, eine Oper dauert 3 Stunden und die Handlung eines Liedes kann in ungefähr 3 Minuten nur dauern, hat aber eigentlich genauso viel zu erzählen. Gleichzeitig ist man im Liedgesang so darauf fixiert, kleinschichtig zu arbeiten und trotzdem in seine intensive Zusammenarbeit mit dem Sänger zu führen, dass das Erlebnis beim Lied etwas ganz Besonderes ist.